Hallo und willkommen zu zwei neuen Funktionen in Excel 2013 aus der Office 2013 Preview, den Funktionen Bit R Shift und Bit L Shift für Right and Left. Und die gucken wir uns jetzt hier mal in Excel 2013 an. Diese beiden Funktionen wandeln Binärzahlen um. Dafür muss ich erstmal diese Dezimalzahlen hier umwandeln ins Binärsystem. Dafür nutze ich hier die englische Funktion. Wandelt die Dezimalzahl in eine Binärzahl um. Im Deutschen heißt die Dez in Bin. Und ich möchte, dass die 1 hier vorne, dass die 8-stellig mal angezeigt wird. So, das heißt, ich bekomme jetzt hier ein Byte angezeigt. Hier sind die ganzen Positionen, die Zahl 3, ne? Hier die 1,1 hinten, die Zahl 4, 100. So, und was macht denn jetzt Bit R Shift? Und die probiere ich mal aus. Bit R Shift. Die hackt einfach hinten Positionen ab. Also wenn ich jetzt hier Bit R Shift von der Dezimalzahl da vorne nehme, ich habe die Spalte B eingeblendet, damit man sieht, was da passiert. Und ich, ja, Shift Amount, ich hack mal eine Zahl, eine Stelle ab. Da wird aus der 1 eine 0, weil was passiert? Der nimmt die hintere Reihe weg. Und wenn er zum Beispiel hier von diesem Bitwert hier, von der 1, 0, die hintere wegnimmt, bleibt die 1 übrig. Genau das gleiche hier von der 1, 1, von der Zahl 3, wird die hintere Reihe, wird der hinterste Wert, die hinterste Bitposition weggenommen, bleibt nur hinten eine 1 übrig. Das ist der Wert 1. So, hier unten nochmal, hier hinten diese 0 weggenommen, unten bei der Zahl 16, da bleibt dann die 1, 0, 0, 0 und das entspricht der Zahl 8, hier der Zahl 8. So, das Ganze nochmal demonstriert mit der Zahl 2 hinten und dann kommen wir zu Bit L Shift, hier nochmal von dem Wert 2 abgehackt hinten, da werden die Werte natürlich weitaus kleiner. Aber vielleicht sind die beiden letzten Werte, die ja übermittelt werden, keine Zahleninformationen, sondern Prüfsummen oder sonst was. Da muss man halt die letzte wegnehmen, ne? Und dann bleibt hier so ein Restwert übrig. So, hier die 4, ne? Das sind die beiden letzten Stellen weggenommen, die 1, 0, 0. Das entspricht der Zahl 4 hier oben. Bit R Shift. So, jetzt Bit L Shift. Da werden entsprechend Positionen angefügt, also nicht weggenommen, sondern hinten dran gehängt. Das heißt hier Bit L Shift von dem Wert hier vorne, pack einfach mal eine 0 hinten dran, also der hängt Nullen an und da wird natürlich aus der 1 wird eine 1 0, also die Zahl 2 oder aus der 6, hier aus der 3, aus der 1 1 wird eine 1 1 0 und das entspricht der Zahl 6. Na, haben wir hier. So, die 12 hier aus der 6, 1, 1, 0, macht er die 1, 1, 0, 0. Wo haben wir sie? Hier unten, das ist die Zahl 12. Also Bit L Shift hängt einfach Werte hinten dran. Einmal noch gezeigt. Zwei Positionen mal drangehängt. Und dann mache ich mal Folgendes. Ich wandle das nochmal kurz von Dezimalzahlen in Binär um. Und da kann man wunderbar erkennen, dass hier hinten immer zwei Nullen dran sind. Zwei neue Funktionen in Excel 2013. So mancher kann die vielleicht benötigen. Ich freue mich auf weitere neue Funktionen, Wertberichten und freue mich wie immer über Bewertungen und Kommentare.